Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute sind wir unter Wasser. Hinter uns sehen wir Höhleneingang. Den wollen wir erforschen. Und bevor der Shadowmane ganz absinkt, dass Freya dann ohne Reittier ist, würde ich sagen, geht los. Supi. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Die übliche Chaos-Truppe. Ja, der Schatnix, der Topper und der Freya im Freischwimmer. So, dann geht jetzt los. So, zeig mal eben die Koordinaten und Karte. So, Karte, hallo, da. Karte seht ihr, wir sind unten links, ziemlich in der Ecke drin. Fast schon außerhalb der gezeichneten Karte. Und die genauen Koordinaten sind 97,9 zu 13,5. So. Achso, ich könnte mir noch mein Tech-Gewehrchen da unten hinlegen. Sichi ist sichi. So, und dann mal gucken. Jawohl. Könnte was Großes durchpassen. Ja, wenn das... Wenn das aber jetzt kommt uns nichts Großes entgegen. Wenn das aber jetzt nur ein Durchgang ist, dann war das ein Flop. Oder eine Moserhöhle oder sowas. Es kommt eine riesige Krake. Na gut, die sind, also ich finde die nicht so schlimm wie die Mosers. Wenn du so ein Eifer mal eben am Wickel hast. Ich meine so eine riesige Krake wie bei Herkules. Oder so, was, Herkules? Ja, hier geht's runter und da geht's zur Seite. Okay. Seite sieht aber aus, wie wenn es rausgehen, oder? Guck, das ist bestimmt noch ein Eingang oder Ausgang da, oder? Ja, dann lass uns erstmal nach unten düseln. Ja, wie sagst du immer, nach unten ist immer gut, ne? Ja, beim Dungeon ist nach unten gut. Nach unten sieht vielversprechend aus. Genau. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank, weil ich hier Kreise ziehe, aber dann komme ich am schnellsten runter. Das muss ich auch machen. Ja, mache ich auch. Ja, wahrscheinlich aber die Leute zugucken. Ja. So. Wir haben den Grund erreicht. Ach so, hier geht's lang. Hier sind Kristalle, die uns den Weg weisen. Seid ihr alle unten? Ja, ich bin über euch. Gut. Topper, ich muss Sie enttäuschen. Keine schwarzen Perlen da. Ja, ich habe schon gesehen, dass ich den Pech habe. Aber vielleicht, wenn du die lilanen Dinger abbaust. Wird da so dunkel? Ah, nee, okay. Nächstes Mal nehme ich ein paar schwarze Perlen mit und schmeiße immer raus. Dann sieht man sie aber nicht als schwarze Perle, sondern bloß als Paket. Nee, ja, bei der Stack-Mod, da siehst du siehst das so, glaube ich, oder? Aber die kann er dann selber wieder aufsammeln. Ja, da oben ist schon mal so ein Steinbeißer. Was? Okay. Ach doch, ja, eben sehe ich. Ne? Der macht ja nichts. Ne, solange wir den nicht angreifen, wird er normal nicht aggro. Anglerfische. Qualle. Mantis. Qualle finde ich jetzt nicht so toll da oben. Oh. Danke. Wieso kommt ihr denn zu mir? Was habe ich euch denn gemacht? Ich traf wieder nichts. Ich hatte jetzt nur die Qualle weggeschossen. Ja, ich habe gedacht, das wäre eine A-Qualle, aber dann waren das doch die Anglerfische. Ich habe doch nicht so ganz gut Grafik gehabt wie du. Sag mal, sind das schwarze Perlen? Nein, sind keine. jetzt hast du echt... Das schwarze sind Perlen schwarze gefunden. Perlen. Ich habe gerade schwarze Perlen auf. Ja, ich sehe die schwarze Perle, aber ich brauche jetzt keine. Aber das sieht cool aus mit den Fischis hier. Die Fische, ja. Ja, sehe ich. Das sieht echt klasse aus. Passt wie ein Aquarium. Ja. Seewasser-Aquarium. Wo geht's jetzt hier weiter? Ich denke oben. Mal geradeaus. Geradeaus, da ist eine Spalte, oder? Nach oben geht's auch, ja. Aber hier ist eine Spalte, wo vielversprechend aussieht, oder? Ich hatte jetzt Spalten, ich weiß es auch nicht. Ich hatte ja zuerst. Sind wir wieder zurück? Nö. Nein, wir sind jetzt schon tiefer abgetaucht, also
Zurück können wir gar nicht sein, wir sind jetzt ziemlich tief runter. Ja, ich dachte zuerst, es wäre so ein Kreisverkehr hier oder so. Keine Ahnung. Ich war nicht Achtung, drin, ne? Achtung, rechts vor links. Genau. Oh. Oh, ein Hai. Ja, jetzt sind wir zumindest mal richtig. Der Kumpf. Oh, oh. Oh, oh. Stirb! Also oh, wirklich. Da kommt noch einer. Oh Mann, nix. Also ich halte da voll drauf, ne? Und ich hab nicht einen Schaden gemacht bei dem. Ich auch nicht. Das lassen wir halt der Shadow machen. Jo. Ja, ich meine jetzt hier bei den Blitzdingern da. Ja, meine ich schon. Das hat ja die Freie. Oh, da ist eine Qualle. Links hängt noch was. Das gibt's gar nicht. Also wirklich. Wenigstens hat ein Schuss gesessen. Ja gut, aber das haben wir ja sowieso schon gemerkt, dass der erste irgendwie meist nicht trifft, ne? Ah, ich weiß, woran das liegt. Zuerst habe ich von Schatnik so Lockpaste gekriegt und jetzt hat er hier mein Visier zerbissen oder so. Die funktioniert unter Wasser nicht. Ja, deswegen hast du gleich das Visier zerbissen. Ja, ja. Nagel reingehauen. Ja, oh, schön. Noch mehr Nettes. Ja, die sind kein Problem. Die Aale vielleicht schon eher, ja. Ja, aber wie gesagt, dann muss ich halt die Akku auf jeden Fall mal eben einmal mit dem Shadow ziehen. Fliegst du nicht runter, wenn die Blitze beim Shadow... Nein, nö. Das ist gut. Deswegen bin ich ja so gern mit dem im Wasser. Mag ich lieber wie mit dem Sarko. Oh, ich mag das Sarko schon. Ja, die sind... Mir gefällt es, wenn er sich so schlängelt. Aber so kriegt man Dark Snow wenigstens aus. Noch. Huch, hier wird's aber dunkel. Mach die Augen auf. weil hier ist nicht dunkel. Ja, unter Wasser bringt noch nicht mal so ein Leuchtfisch wie was. Also hier ist... Hier ist irgendwo. Hier ist zu. Vielleicht, oder? Ne? Also irgendwie habe ich Kampfmusik. Ja, da kommt dieser große Steinbeißer. Irgendeiner hat den Ork gelockt. Oh, der ist gleich weg. Also ich sehe hier keinen Ausgang, auch nicht nach oben, oder? Jetzt hier genau Google noch rum, ja. Ich meine, es sieht cool hier aus, aber... Vielleicht haben wir die Abfahrt verpasst. Wäre ja nichts Neues, oder? Ja, vielleicht hätten wir da vorhin doch nach oben gemusst. Ja. So, warte mal, da ist so ein Durchgang, hier unten. Oder sind wir da jetzt reingekommen? Auf der rechten Seite hier. Ja, hier sind zwei Durchgänge. Hier bei dem, ja, hier bei den Kristallen. Sind wir bei den Kristallen reingekommen oder da, wo ihr hier jetzt seid? Oh, ja. Hier sind wir eher vielleicht. Vielleicht sind wir hier richtig, wo ich jetzt rein bin. Oh, hier sieht es interessant aus, ja. Vielleicht sind wir hier richtig, also rechts. Ja, okay, dann düsen wir mal hier rein. Wir warten mal auf euch, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das in der Mitte sieht interessant aus. Ich dachte, wir sind von hier reingekommen, aber ja. Das sieht lila aus hier. Also ich glaube nicht, dass wir reinkommen sind, weil hier Fische gibt. Ja. Ja. Und Gehorne. Unterwassergehorne. Und so eine Kugel da vorne, wo sie leuchtet. The Brains und so. Ja. Man sieht die Treppe bei der Qualle, ne, aber... Das stirbt einfach nicht. Die ist vielleicht irgendwo hinten drauf. Hin am Fels oder was das heißt soll. Oder war die schon tot und die Animation ist nicht da? Ja, irgendwie. Ich habe auch keine Schadenszahl gehabt, wo ich die gerade abgebaut habe. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch keine Schadenszahlen gesehen. Aber an der Kugel waren wir jetzt eigentlich noch nicht, oder? Nö. Ist jetzt nicht. Nö. Dann geht es hier normalerweise weiter. Nach oben geht nichts. Dann geht es hier eigentlich weiter. Dann nicht, wir haben Unterwasserlabyrinth. Jetzt geht's rechts und links gesagt. Ja. Was machen wir? Eher rechts, oder? Pyro, wieso habe ich immer Labyrinthe, wenn du dabei bist? Weiß nicht. Lass uns. Rechts geht jeder, wir gehen mal links. Weil links sind wir ja eigentlich vor. Gut, okay, gehen wir mal. Aber links. Gehen wir nicht immer links. Ja. Aber ob links wirklich besser ist als rechts.
Ich weiß auch nicht. Na, das kann man so nicht sagen. Das kann man nicht entscheiden. Wählen wir die Schweiz und machen Mittelweg draus. Auch hier ist auch nochmal links und rechts. Deswegen sage ich schon, wir sind jetzt eigentlich durch hier, wo wir fast also herkommen sind. Links wäre ja jetzt eigentlich fast schon wieder im Kreis, ja, oder? Das ja, würde ich sagen. Ja. Also müssen wir können der Hedges vom Rad aus, weil auch ja, dort wenn dann nur geradeaus. Das sieht auch neu aus, als wenn wir hier noch nicht waren. Ja, ja, hier ja, waren wir, glaube ich, noch nicht. Da vorne sieht aus wie Struktur. Da vorne geht's raus. Wie ein Aquarium. So wie es okay aussieht. Dann sind wir hier wohl nicht richtig, oder? Huh. Hier ist der Dungeon, denke ich mal. Ah. Oh. Wenn ich jetzt ist ja schick wüsste, ob wir das Tier hier stehen lassen können. Also ich habe gleich richtig gesagt, links, nicht rechts. Also ich lasse das ne? Tier mal hier stehen. Erstmal. Ja, ja, ich park's. Ja, das wir könnten es ja mal hier vorne hin parken. Vielleicht kriegen wir ein tolles Bild. Ja, gut, Allah, dann stell dich also so rum, okay. Ja, weil da hinten ist der schöne. Ja, ist doch gut. Passt es so? Ja, sehr schön. Schad nix, kannst du den Kopf stillhalten? Okay. Ich weiß nicht, wie ich mich sonst ausrichten soll mit der Kamera. Ich weiß, du willst bestimmt rumgucken, aber weiß ich nicht, wie ich mich ausrichten soll. Ich habe nur den Kopf links und rechts gehen sehen. So, ich danke euch. Wie gerne. So, dann lasse ich gleich den mal hier stehen. Setzen einmal einen Helm auf, wegen Sicht und so. Ja, mache ich jetzt auch. Oh, man kann fliegen hier. Ach, okay. Was? Ja, ich bin gerade über, weil ich so hoch bin. Ich glaube nicht, dass das so ein Dungeon ist, ne? Wir gucken es uns an, dann können wir hier wieder zurück und können dann den anderen Weg gehen, oder? Ich stell dir mal vor, das wäre eine Bauhöhle. Also so von der Optik her wäre das ja schon mal trotzdem cool. Zumindest mal ich denke, ich wollte gerade sagen, hier merkst du auch keinen Tag und keine Nacht. Ist das hier eine Riesenmuschel in der Mitte? Hier brummt. Also hier ist aber Holzstruktur. Guck mal. Eine Muffel. Hier ist ein Boot. Das sieht ja cool aus. Ich muss immer das Boot angucken. Oh, aber es brummt immer noch. Ja, ich scheint hintere Muschel. Ich glaube auch. Könnt ihr mal zur Seite gehen, danke. Oh, ich wollte Reis, hat er mich weggedrückt. Ja, ja, der alte Gierhals da. Ich wollte was reingucken, so ein Schnicks. Weiß nicht, ob das Boot das ist zum Einsammeln oder so. Ich denke, in der Muschel hängt es drin. Wie wär's denn hier mit dem Artefakt, wenn man das nimmt? Ach, das ist ein Artefakt? Echt jetzt? Ja. Mhm. Jo. Das war aber ein langer Dungeon. Leute, wir sind gut. Die anderen Dungeon dauern 6 Folgen oder so. Und hier der Dungeon, weil wir so einen Pinnikus dabei haben und so. Lass uns mal da vorstellen und ein Bild machen. Je. Ja, das war, glaube ich, das Einfachste, was wir kriegen konnten. Ne? Wir warten mal eben kurz, bis sich gedreht hat. Also so schnell hatten wir, glaube ich, noch nie einen Artefakt. Ja, das hat dieses Ketzer-Mitte gedauert, oder? Selbst das in der Griffin-Höhle hast du ja mal eben definitiv mehr gefahren, glaube ich, wie jetzt gerade eben. Gut, die Wasserpassage, aber... Ja. Also ja, das ist ja... also der Weg war schwer, beschwerlich, wir haben fast alle Ressourcen verbraucht. Ja, ich denke, dann sammelt das mal ein und dann, Ach, ihr seid ja ein Tribe, ja, dann sammle ich auch einmal ein. So, und das ist Artefakt des Gewaltigen. Damit müssten wir alle Artefakte zusammen. Noch sind wir nicht ein Tribe. Meinst du nur zwei? Ja, aber ihr spielt ja schon
sozusagen. Aber ich will jetzt trotzdem mal kurz in die Muscheln gehen, ob das geht. Ja. Geht wahrscheinlich schnell. Ja, wenn das jetzt das letzte Artefakt war, Leute, dann müssten wir mal gucken, ob wir jetzt alles zusammen haben für die Gottpferde. Wir sind immer fleißig am Baupläne sammeln und sowas. Das muss ich ja dann auch mal auszahlen. Ja. Aber stimmt, das könnte das letzte gewesen sein, ne? Ja, also ich meine, laut. Es gibt, glaube ich, aber alle hier, gell? Alle Artefakte, wo es gibt, gibt's hier, gell? Ja, ich meine, wir hätten dann alle. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, könnten wir definitiv ja mal die Gottpferde mal eben einmal. Aber von alle Artefakte war das eigentlich das Einfachste, finde ich jetzt. Ja. Das zweiteinfachste ist in der Griffinhöhle. Ja, also, ja, also hier wird geht ja auch eigentlich. Ja, es gibt noch einfaches. Was denn? Das ist irgendwo auch, wo Metall und Kristall hole kannst du. Das hängt da bloß so rum. Da ist gar kein Gegner. Ja, aber ich dachte jetzt hier bei dem Höhleneingang und sowas, dass das. Ich denke, wir haben einfach gut den Weg gefunden. Ich denke, dass das hier wie ein Labyrinth ist oder so. Das vermute ich ja, das könnte es ja. Tja, das war jetzt ein kurzer Dungeon. Ja. Ja. Aber die Gegner, die waren schon, also nicht ganz ohne und so. Also ja, Shadowman fast blutig und so, ne? Ich hab gerade was gemacht, das war ja alles der Shadowman gemacht. Ja, dann lasst uns mal wieder auf ins Getümmel, hallo? Pyro? Ja, ich muss an der Seite oder so herlaufen. Nee, ja, auf der, schon auf der Seite, ja. Und jetzt kommt eine riesige Krake, weil wir das Artefakt haben. Ja, und wir warten dann hier drin, bis Topper das geregelt hat. Ich komm gleich wieder rein, Schwumme. So. Jetzt müssen wir wieder rausfinden. Aber sollte man jetzt mal wenigstens gucken, wo der Anna-Weg hingeht? Weil du dich für links entschieden, es ging ja noch ein Weg nach rechts. Also ich tippe auf den Rundgang, aber man könnte natürlich noch. Ja, es ging. Also den Tech-Helm wieder aufziehen, wenn man rausgeht. Ja, es ging ja auch noch zwischendurch nach oben. Also wir können gucken, ob da noch irgendwas anderes ist. Ja, ich habe halt gesagt, wir gucken wenigstens mal, was in der eine Richtung ist, nur was ist, dass man es weiß. Ja, ja. Eigentlich meinst du dann ja diese Richtung hier. Einfach Kerze gerade weiter. Ja, und dann nach rechts. Nein, das ist ja dann schon. Wir sind bloß geradeaus weiter. Wir sind ja nach links. Wir sind ja nach links. Also müssen wir jetzt auch wieder nach links, weil wir ja umgekehrt sind, oder? Nein, wir müssen geradeaus hier weiter. Ja, und dann. Hier weiter. Ja, und dann müssen wir gleich nach rechts. Dann ist der Weg wieder nach Hause. Aber ich wollte gucken. Beziehungsweise ja zu den anderen Weg und auch, wo man nach oben kann. Ach je. Schwimmen wir natürlich unterm Pilz. Ist das jetzt der Ausgang, ein Ausgang oder ist das jetzt eine andere Höhle? Juru, du wolltest doch nur nicht sagen, dass du heimlich davon nachschaust, deswegen bist du unten durchgeschwommen. Hier ging es ja zum Beispiel nach oben. Ja. Okay. Das sieht aber nur nach Struktur da oben aus. Und hier unten ist nichts mehr. Oh, das sind wieder diese. Da hier oben ist zu, ja, hier ist nichts mehr. Ja, da ist scheinbar zu, ja. Aber diese lilanen Dinger, konnte man die nicht auch irgendwie mal abbauen? War da nicht irgendwie welche mal was? Welche lilanen Dinger? Ja, diese lilanen Schwabbelbabbel-Dinger da. Die an der Wand sind, ja, da kriegst du deine ganz normalen Rohstoffe hier, Stein und sowas. Damit du Unterwasserbasen betreiben kannst. Das meine ich doch, ne? Ja. Ja. Was ich gemerkt habe, die Aale hole dich an, die wird nicht von der Krokodile runter, gell? Die Krokodile auch nicht? Nö, ich sitze die ganze Zeit drauf und der Aal war da. Okay. Wo die Haare stehen in mir zu Berge. Ja, aber guck ich da, ich bin voll drin, aber da passiert nichts. Also, dass vom Kroko nicht runterholt, das ist mir wohl neu. Mir auch. Normal geht der doch nur auf den Buch. Wahrscheinlich ist der Aal allergisch gegen meine Akne hier, da vom Krokodil, die Akne. Ja, sonst war es immer der Basi. Ah, guck mal, ach, jetzt bin ich runter, Leute. Ja, was ist das? Du musst auf einmal nicht mehr vom Kroko runter, aber ich vom Shadowman. Aber die Frage ist, geht's hier auch noch weiter jetzt? Hier ist nämlich ein Loch.
Wo? Hier, wo ich bin. Das ist... Wir haben doch hier vorhin nichts gefunden, außer nur, dass es nach oben ging. Hier ist ein Loch auf jeden Fall noch drin. Also, ich weiß es nicht, wo das hingeht. Ja, ich sehe dich gerade nicht. Ich komme zurück. Keiner. Ja, hier bin ich. Ich war da, wo mit der Aal bekämpft habe. Zählt er mich jetzt? Wir haben vorne einen Aal bekämpft. Also. Ja, hier geht's noch rein. Oder waren wir da schon? Wir schwibbeln mal hinter dir her. Na gut, ich war ja noch nicht drin. Ich gucke bloß. Vielleicht ist er bloß eine Sackgasse. Dann sagen wir, toll gemacht, Topper. Hier sind keine schwarzen Perlen. Doch, hier sind welche, Pyro. Ach hier doch, siehst du? Topper, hast du fein gemacht, hier sind schwarze Perlen. Ja, schau, ganz viele. So, das ist ganz schön. Ah, und da unten ist noch was. Wir sind wieder an der roten Kugel. Es gibt mehrere rote Kugeln, die andere war in der Mitte. Hier ist auch noch ein Drop. Ja, ich habe erstmal hier Alarm. Dann war man also, hier noch nicht, weil hier ein Drop ist. Ich treffe die Qualle nicht. Wo ist ein Drop? Die hab ich wieder abgemountet. Hier neben mir. Ich sehe nur, wer ja. Hier links neben mir. Ja, hier. Ach, da unten. Ihr seid unten auf dem Boden. Ja. Wie sieht denn der Drop aus? Also man nennt das... Ach da, ja, dann... ist unter Wasser. Ja, dann sammelt euch den mal ein. Naja, lasst mich mal ruhig alleine kämpfen. Achso, brauchst du Hilfe, wo bist du? Ja, ich bin zwar jetzt fast tot, aber nein, Quatsch. Ehrlich? Nein. Ich hab da gerade... Oh, was haben wir denn drin? Beragende Nachtsichtbrille, ein SWAT-Schild, Megalania-Sattel und ein roten Diamond. Na. Wäre schön. Aber das ist nicht dasselbe rote Punkt, glaube ich, oder? War das dieselbe rote Kugel? Weiß ich nicht. Ich jetzt ahne, weil wieder Tiere. Oh, Qualle. Aber ich würd ja sogar beinahe sagen, ich vermute, ist ja das gleiche, oder? Ja, es sieht halt fast alles gleich aus, so weh ich halt nicht, ob das. Ja, die Frage ist, ob wir hier vorne halt hergekommen sind, ne? Das weiß ich jetzt auch. Also hier, wo die schwarzen Perlen sind, da waren wir doch, meine ich schon. Ja, hier überall schwarze Perlen. Topas heimliche Wasserbase. Wir haben sie endlich gefunden. Alles klar strukturiert. Sieht halt alles täuschend gleich aus. Also eine Höhle. Und unter Wasser ist es noch einmal extremer. Ja. Aber hier... Es ist ja auch Durchgänge sehr schwerer. Aber hier... Ja. Hier waren wir doch schon, wo eigentlich Sackgasse ist hier. Ja, dann war am Auto schon wieder so eine Qualle hier oben. Okay, schon erledigt. Weiß nicht, man. Also ich treff das ganz spät, ne? Ja, das ist ja meistens mittlerweile so. Ich weiß auch nicht. Du beißt es doch. Ich will, dass sie alle raufstürzen. Lässt sich hier die Hüfte anbeißen und, ne? Macht nichts. Ah, wo seid ihr? Wie? Ach so. Wieso? Hat nichts, schwimmt gerade von uns weg. Die schwimmt von uns weg, dann kannst du uns nicht sehen. Also, du warst eigentlich nur vor uns und wir waren alle hinter vor dir. Euch. Ja, wo du sagtest, wo seid ihr, sind wir extra stehen geblieben, aber du bist dann einfach weitergeschwommen. Hinter mir. Ja. Ist hier jetzt 3D, nicht 2D. Wir können auch hoch und runter. Oh. Oh ja, kämpft gegen alles. Naja. Bisschen Action. Shadow Man muss sich ja noch austoben, wenn er Auslauf hat. Kann das sein, dass hier dunkler wird? Ja, irgendwie ja. Ja, kann auch sein, dass Nacht ist, ne? Ja, ja, dann wir sind doch unter Wasser. Ja, das... Ohne Wasser wird auch dunkel. Ja. Aber in der Höhle? Ne? Ja. Level 300 war der. So. Da
dass es jetzt nur noch die Kristalle geben Licht. Jetzt haben wir uns 20 Mal im Kreis gedreht, jetzt müssen wir den richtigen Weg wieder rausfinden. Genau. Vorne ist ein Durchgang. Aber Topper, guck, auf jeden Fall schwarze Perlen. Dann nimm sie bitte für mich mit. Ah, ich kann gerade nicht. Ich kann nicht mehr tragen. Ich folge euch mal. Ich folge ihr werdet uns schon in die Irre führen. Ich hab mich zum Leuchtkeks gemacht. Hyro, was machst du? Er inspiziert das Feld. Ich bin da hängen geblieben. Der wollte die Fackel nicht weglegen. Aber das sieht cool aus, ne? Ja. Ah, sieht super aus. Aber hier sind wir definitiv schon hergeschwommen. Ja. Ja. Ich glaube, ich hab was gefunden. Kann das sein, dass mir ein anderer Ausgang raus ist? Ist es dasselbe wieder? Ja. Gibt es da noch ein Artefakt? Jo, ist es, ihr braucht nicht reinkommen, ist es. Ja, ist dasselbe. Gut, dann führt uns einer mal wieder hier wieder raus. Wer hat uns denn da jetzt so gut geführt? Ich bin im Pyro hinterher. Nee, ist klar. Und vorhin sind wir Schattnix gefolgt. Hast, ja, hast, genau. Hast du nicht gesagt, Pyro, geh mal da lang? Ich bleib extra stehen, damit ich euch folgen kann. Unter Wasser ist normalerweise nicht so mein Ding, weil da verfranze ich mich noch mehr wie in einer Höhle, in einer normalen. Ja, stimmt, von hier ging es ja auch noch irgendwo links und wieder geradeaus oder so, ja. Aber das Licht, hier das... geht's links. Das, also hier geht's nach links, aber das, ich glaube, das macht keinen Sinn nach links, oder? Nee. Weißt du es nicht? Lass mal gucken, wo ihr seid, da seid ihr. Wir müssten da noch einen anderen durch. Ich glaube, durch, dass wir eher da vorne irgendwo einen Durchgang. Ja, das muss kann irgendwo mit diesen hellen Kristallen sein, mit diesen orangen Kristallen oder so. Oder wir täuschen uns. Oder der Schattnix täuscht sich. Moment mal, wir sind doch hier in diesen Raumreihe und da sind wir doch von hier kommen, von diesem Eingang hier, oder? Also ich glaube, das muss dann doch der da hinten links sein. Ja, ich glaube nämlich auch, dass es der links ist. Der nicht, Büro. Ich bin jetzt extra noch mal andersrum. Hier, genau. Der hier, wo ich bin, der ist es vielleicht. Der müsste sein. Ich habe betont vielleicht, also nicht sagen, dass ich. Wo so violett drin ist. Das probieren so, wir jetzt aus. Topper hat gesagt, wir müssen hier rein, dann düsen wir hier alle rein. Das hat er nur wegen den schwarzen Perlen gesagt, glaubt es mir. Ah, hier waren wir schon mal. Ne? Ach, guck mal, das sieht doch cool aus mit dem Hai, mit der Beleuchtung, ne? Ja. Endlich habe ich es mal getroffen. Ja, aber hier ist es irgendwo ein Weg, wo man nehmen müsste, damit man hier wieder rauskommen. Also, eigentlich normal ist ja schon mal klar. Hier den grünen Gras dann entlang. Ja. Topper mag diese Kuh. Moment, aber hier sind wir jetzt, wo das rechts abgeht, wo wir links sind, zum Artefakt. Links, wo du jetzt bist, geht's zum Artefakt. Also müssen rechts, oder? Wo also wir alle sind. Und das war der Weg, wo ich gesagt habe, rechts könnte man mal gucken, wo es nie geht. Ja, dann. Topper hinterher. Wenn wir jetzt wieder im selben sind, dann habe ich das vorhin schon mal gesagt. Also doch dem Gras nach. Ich hab doch vorhin gesagt, dem Gras nach. Hey, okay, du hast das jetzt gesagt, dann geh mal dem Gras nach, wie der Pyro das sagt. Aha. Warte, ich muss hochtauchen. So. Glaub okay, ich glaube, hier waren wir aber jetzt noch nicht. Warte, ich muss mal eben neues Licht machen hier. Wahrscheinlich, als wir reingeschwommen sind. Ja, wo wir reingeschwommen sind, müssen sie da rückwärts da irgendwie. Ja. Hier geht's nach oben. Hier geht's nach oben. Nach oben. Ja, dann. Aber. Ist da oben überhaupt was? Bräuchte auch hochpaddeln? Weil also ganz bei, da oben ist. Nein. Da geht's, glaube ich, nicht raus. Was? Wollte ich gerade sagen, bei mir sieht das aus wie Decke von hier unten. Das ist jetzt nämlich wieder das Problem. Jetzt dreht man sich, um da hoch zu schwimmen und verliert die. Bleibt ihr mal ohne ich. Ich wollte sagen, ich bin stehen geblieben. Ja.
Genau, so Pyro ist auch stehen geblieben. Also ja, ich gucke guck jetzt oben gerade mal ab, ob es irgendwo geht. Pyro, sind wir hier rausgekommen, wo du jetzt vorstehst? Nee, da wo mein Schwanz hin zeigt quasi. So genau wollte ich das jetzt auch nicht wissen. Komisch, das habe ich auch gerade gedacht. Ich habe gerade gedacht, wenn jetzt Mini noch hier wäre, was schade ist, dass es nett ist, hätte sie gesagt, ich habe Kopfkino. Stimmt. So, oben geht's nicht weiter. Dann müssen wir hier weiter. Ja. Aber Pyro, hier ist kein grünes Gras mehr. Doch, hier kommt wieder grünes Gras. Beim grünes Gras gibt es rotes. Ja. Man muss ja alle Ecke mal erkennen, weißt, dass man guckt, alles im... Ja, ich bin etwas schneller, weil mein Shadow Main, der... Der macht ja nichts. Alles gut. Ja. Der Tank immer vorweg. Ja, eigentlich stimmt das ja. Links jetzt, da, ja. Genau. Brauchst ich glaub, dann, das sieht gut aus. Ja, ja das... Brauchst dann nur sagen, wenn okay ist. Jetzt müssen wir, glaube ich, aber hoch. Jetzt müssen wir hoch. Ja, ja. Habe ich doch aber gleich gesagt, oder? Also, ich weiß nicht. Mich hört er nicht, aber auf die Freya hört er. Genau. Jetzt bin ich die, die Schuld kriegt. Das war ja. Und sie hat Schuld, aber sie hören so, auf dich. Und wir können den Weg hier aber noch testen. Wir sind doch gerade nach unten geschwommen. Ja. Wo es zum Artefakt ging. Ja, das ist ja, Eingang, dann oder? Lasst uns mal hier hinstellen, weil wir sind ja quasi fast direkt am Eingang. Moment, ist das nicht der Ausgang? Ausgang, Eingang, wie auch immer. Also will ich so stehen bleiben, okay, dann komme ich jetzt so hier. Ah, das ist irgendwie auch noch so eine Höhle oder was hier. Nö, ich kann das. Siehst du das? Wie parallel auch geparkt. So, wenn wir uns dann ein wenig sortiert haben. Ein Schwinger zu viel. Ja, Eber war nämlich gut. Gott, das reicht. Gut. wenn wir uns dann irgendwie sortiert haben, würden wir von hier aus sagen, falls wir noch was Interessantes finden, zeigen wir das. Ansonsten würde ich sagen, haben wir die Artefakthöhle fertig. Schatnik sagt nein. So, in dem Sinne dann erstmal von hier killer ich mal Schatnik sein Dingeling unten am Bauch. Tschüss. Tschüss. Oh je.